Es ist wieder Oktober und somit heißt es Abschied nehmen von der automobilen Oldtimer-Saison. Traditionell führen wir dann immer die Saisonabschlusstour durch, welche uns in diesem Jahr in das DDR-Museum nach Birna führen wird. Wir starteten bei frostigen Temperaturen, das Thermometer zeigte, minus 1 Grad in Zwickau. Unsere Route führte uns über den Kamm des Erzgebirges, wir passierten Olbernhau, Seifen, Rechenberg, Bühnenmühle, durchfuhren Altenberg und Bärenfels, um nach Birna zu gelangen. Zurück blieben unvergessliche Eindrücke von den Reizen der herbstlichen Landschaft. Das Glockenspiel von Bärenfels gilt als besonderes Kleinod im Kurpark. Allmählich setzt sich über Bärenfels die Sonne durch und bis zu 15 Grad warm soll es heute noch werden. Hier sind wir nun im DDR-Museum Pirna angekommen und natürlich werden wir die Parkordnung einhalten und uns zwischen die Ostfahrzeuge stellen.
Du musst sagen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Blick aus dem Fenster zeigt, es haben sich noch einige andere Ostfahrzeuge eingefunden. Unser Ausflug geht zu Ende. Für die Rückfahrt wählen wir dann doch die Autobahn.